Ich habe übrigens mal die Aufnahme angemacht und sag dann mal, achso, Lava. Ja, willkommen zu... Ich wurde gekickt. Willkommen zu, ich wurde gekickt, ja, dann geh ich raus. Nee, zu Curfever und, ja, wir sind dann hier und spielen jetzt mal so Dings. Vielleicht. Hans, geh lernen. Ach so, ach da. Das, oh, verschlissen. Gehen wir in Moomafia. Nee, gehen wir doch nicht rein, die sind gut. Gehen wir in, ach nee, Sled jetzt hat... Also, Ja, das ist so wenig, ne? Sind alle irgendwie so gut, warum denn? Mafia 1003, was? Viel zu viel. Ja, eben. Vor allem ich hab nur noch 1298, warum? Gehen wir in Janis. Verliert man irgendwie... Weiß halt ich nicht. Watch. Ja, ich will rein. Lass mich auch rein. Da ist doch noch Platz frei, warum kann ich nicht da rein? Weiß ich nicht. So. Jetzt bist du drin. Ja, ist Regenbogen. Rainbow. Und jetzt so ein cooles Ding davor. Ja, und du nicht. Und ich auch ja, nicht. Ja, du auch nicht. Weil wir arm sind und uns nichts leisten können. Ja, du schon, ich nicht. Ja, wir können uns den Papst kaufen, aber du sagst ja, der Papst ist scheiße. Wir können uns auch andere Sachen kaufen. Ja, die sind aber auch scheiße. So, kannst jetzt mal losgehen? Ja, der Papst ist auch scheiße. Wieso geht es nicht los? Ist der irgendwie inaktiv oder so? Mann, auch nicht. Aber es startet nicht. Er ist so gut erkannt. Ja, wollen wir wieder rausgehen? Nein. Okay. Ja, dann können wir es vorlesen. Habe ich mal einen Chat geschrieben. Instagram hat das Auberginen-Emoji, also den Auberginen-Smiley, aus seiner Suche verbannt, weil es für sexuelle Inhalte verwendet wurde. Was? Geil. Auberginen. Ja. Aber wieso? Wer verwendet Auberginen für sexuelle Inhalte? Jetzt sind, es gehen mal Leute raus und sagen, okay, halt, das wollte ich gar nicht. Da wollte ich hin. Staatsgesetze. Geschirr darf nicht feucht, sondern muss trocken sein. Oh. Beim Sex ist es verboten, ihrem Partner schmutzige Worte ins Ohr zu flüstern. Oh, Schinken. Hä? Was ist ja, mit nee. Schinken? Ja, Schinken ist dreckig. Das Baden in unpassender Badebekleidung ist verboten. Passende Badekleidung ist etwas, das den Körper vom Hals bis zu den Knien bedeckt. Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen älter. 1692 töteten und aßen die Holländer ihren Premierminister. Bist du jetzt auf dieser Seite mit den Zufallssätzen? Nein. Was? Sinnloses, also unnützes Wissen. Okay. Krass. Die haben einfach getötet und aufgegessen. Warum nicht? Ja, wie startet das nicht? Lass mal rausgehen und woanders rein. Okay. Voll die Wichser. Ich mein Weed. Okay. Let me watch. Dann geh ich raus. Okay, geh ich auch raus. Geh mir in Come-In. Come-In. Nein. Das halt. Ist... Ich will meine Farbe auswählen. Ja, ich... Nein. Du musst auch mal kennst du ja, so. Deine Farbe, ja. So, was habe ich? Tasten A und B, okay. Ja, dann geht's mal los gegen Gäste. Ja, also quasi nur wir beide gegeneinander. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Wow, fuck. Ja, dann so viel dazu. Ja, was haben wir denn hier noch? Ja, die kann ich auch gar nicht wenden. Na doch, kann ich wohl. Oh, okay, hat sich erledigt. Ja. Wie dumm ist das? Der Name des Betonung auf Sonnengott Ra durfte nachts nicht ausgesprochen werden. Ja. Weil es der Sonnengott ist. So durfte es nachts nicht ausgesprochen werden. Ja, darf nur in der Sonne ausgesprochen werden. Ja, was ein Bullshit. Wollt ihr einen Richtungswechsel? Aber wenn ich den hole, dann sterbe ich, also hole ich ihn lieber nicht. Jo. Finde ich lustig.
Wow, alle tot. Oh, ich bin im Chat. Hier. Oh Gott, das nächste ist krank. Also, irgendwie komisch. Das hat was mit Pandas zu tun. Ja, Pandas sind cool. Und mit Ficken. Was? Ja. Oh, ich bin tot. Hab ich gar nicht gehört. Ich auch nicht. Achso, ich sollte vielleicht auch mal die Ingame-Musik hier ausmachen. So. Wirklich. Pandas in Gefangenschaft werden sogenannte Panda-Pornos vorgespielt, um sie zur Paarung zu ermutigen. Cool. Panda-Pornos. Da geht's bestimmt um Pandas. Aber Panda-Pornos. Ja. Da kann Panda bei einer Paarung zusehen. Ja, sollst du ja auch nicht, sollen ja die Pandas gucken. Ja, das stimmt. Ich kann mich auch paaren, ohne dass ich vorgespielt bekomme, wie Paarung funktioniert. Ja. Wenn sie auf dem Gehweg einer Schlange begegnen, dürfen sie ihr nicht mit ihrem Stock auf den Kopf schlagen. Ja, wollte ich aber machen. Ja. Wer hat denn heutzutage auch noch einen Stock? Außer alte Leute. Hey, geh mal weg. Nee, ich muss mir mal Platz holen. Toll, jetzt hat der Gelbe meinen Platz geklaut. Voll der Arschkopf, ey. Geh ich hier durch und hol ich mir das. Arschkopf, Fickfress. Ja. Aber ich bin tot. Ich auch. Was hören wir denn jetzt hier? Mr. Pink. Was ist Mr. Pink? Der häufigste Vorname in deutschen Chefetagen ist... Heinz. Nein, rate weiter. Thomas. Nein. Bernhard. Ist ein älterer Name auch, würde ich sagen. Fritz? Nein. Heinrich? Nein. Werner? Nein. Sag mal einen Anfangsbuchstaben. Ja, toll, dann ist es, glaube ich, nicht mehr so schwer. W. Werner? Oh, jetzt bin ich Nein. Wilfried? Nein. Wolfgang? Ja. Ja, Wolfgang. Ja. Cool. Häufigste Chefname. Ja, Wolfgang. Ja. Und Kevin ist bestimmt nicht so häufig. Guck mal, bei mir und Blau da. Das war geil, auch Blau. Das war ganz schön geil. Das war nicht geil, ja. Ein Elefant in Südkorea kann die menschliche Sprache imitieren. Fuck, jetzt habe ich das Teil da verfehlt. Cool. Ja, ein Elefant, der kann sprechen. Ja, das ist nee. Otto ist ja der andere Typ da. Wie heißt der noch? Benjamin Blümchen. Ach ja, genau, Otto ist der kleine Junge. Ja. Otto. Ich kann das gar nicht mehr mitsingen. Du, irgendwas du, mit, der... Du lieber Elefant. Der Berg ist ein Elefant und der kann ja sprechen und... Was? Ja. Was für ein Berg? Ja, ach, wie geht das noch, der Text? Ja, muss ich jetzt Benjamin, du muss ich jetzt googeln. Kann sprechen und bist überall bekannt. Benjamin Blümchen. Benjamin, wir freuen uns, dich zu sehen. Text. Fragen uns, was wird wohl heute geschehen? Benjamin Blümchen. Text, Moment. Muss ich gleich vorlesen. Da war doch irgendwas mit einem Berg und der Berg ist aber... Ups. Moment. Was für ein Berg, Alter. Okay, nee, ja, das ist dieser Text, den du gesagt hast. Was ist denn das, was ich meinte? Jim Knopf. Nein. Nein, nicht der Berg. Er kann auch sagen. Ey, wieso ist euch der Gast vor mir? Weil wir uns mal ablenken lassen. Wollte mal schnell sein. Willst du mal schnell sein? Oh. Ich meine, ich hatte früher immer eine Kassette, Hörspiel von Benjamin Blümchen. Da war. Ich hab auch noch Kassetten davon. Das fing immer anders an mit. Irgendwas mit dem Berg war da. Und der. Bla, der Berg ist kein Berg, sondern ein Elefant. Und das ist Benjamin Blümchen. Ach, verdammt. Ist der Berg kein Berg, sondern ein Elefant? Ich guck jetzt noch weiter. Das Eis am Stiel wurde von einem Elfjährigen erfunden. Ah, ich hab's.
Ja, hab ich aber noch nie gehört. Es war bei Google der zweite Treffer. Benjamin Blümchen Lyrics alt. Ja, dann ist es wohl. Pass auf. Alt. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg, streckt die Beine in den Himmel, neben ihm da steht ein Zwerg. Nein, der Zwerg, das ist ja Otto und der Berg ein Elefant. Der ist freundlich und kann sprechen und ist überall bekannt. Und liegt gerne in der Sonne, um ihn rum das schweren Bienchen. Ja, ja, das bin ja ich, Benjamin Blümchen. Trö. Ja. Hab ich's gewusst. Hab ich noch nie gehört. Tja. So, ich hab 7 verloren. Lass mal weggehen, ey. Voll hässlich.